Was waren die schönsten Momente, was war der schrecklichste Moment? Als ich in einer Sitzung des Gemeinderates eine Sitzungsunterbrechung erreicht habe und in der Sitzungsunterbrechung den Bürgermeister Schaden davon überzeugen konnte, dass der Radweg links der Salzach um einen Meter breiter gebaut wird. Und wie man heute sieht, war das wirklich eine sehr gute und richtige Entscheidung. Zu den sicher weniger schönen Momenten im Gemeinderat haben die Entscheidungen gegolten, wo man Menschen verbietet, sich in der Stadt aufzuhalten und auf der Straße zu sitzen. Konkret die Bettlerverordnung, bei der uns der Verfassungsgerichtshof ganz klar gesagt hat, das geht nicht. Und trotzdem hat die Mehrheit des Gemeinderates das mehrfach beschlossen und das schmerzt schon sehr in einer Menschenrechtsstadt Salzburg. Das tut mir auch heute noch weh. Einer der schönsten Momente für mich war, als ich Bauausschussvorsitzender wurde. Das ist eher ungewöhnlich, damals noch 2009, dass eine Frau ein technisches Ressort bekommen hat. Das war für mich sehr spannend. Gleichzeitig war das natürlich auch ein Quell dessen der nicht so schönen Momente, weil es da viele Streitereien auch gab, die allerdings im Wesentlichen nach langen, manchmal auch schwierigen Diskussionen zu einem guten Ende und letztlich zu mehrstimmigen oder sehr oft auch zu einstimmigen Beschlüssen geführt haben. Der schönste Moment war, wie die Abstimmung gegangen ist um die Sporthalle in Liefering, wo ich damals gegen meine Fraktion gestimmt habe. Das war eigentlich für mich in dem Sinne nicht die schönste, sondern die schwierigste Entscheidung. Und Sie können sich vorstellen, Frau Redakteurin, dass es nicht ganz einfach war, die nächsten 2,5 Stunden nach dem Gemeinderat zu argumentieren und zu besprechen. Mein schönstes war natürlich, dass der Harry Bräuner jetzt Bürgermeister ist. Also der schönste Moment war, als wir Sozialsprecherinnen und Sozialsprecher 2014 nach Rumänien gefahren sind, gemeinsam. Der erste gemeinsame Ausflug parteiübergreifend und uns einfach die Situation vor Ort angeschaut haben. War sehr tiefgreifend, war sehr berührend und hat mich sehr betroffen gemacht. Aber das Schönste daraus war einfach, dass die parteiübergreifende Arbeit seitdem, finde ich, noch viel besser funktioniert hat. Mit Abstand das Schlimmste heute. Nach 10 Jahren sich zu verabschieden und zu wissen, dass man noch eigentlich ganz viele Ideen und Visionen gehabt hätte. Die wenigsten schönen, die lasse ich jetzt nochmal aus. Mein erstes Projekt war 1993 das Kinder- und Jugendhaus Liefering. Das war 8 Jahre ein Ideologiekrieg. Diese Kinder, die da unten auf der Straße leben, damals war das noch der Konsum. Denen habe ich versprochen, da machen wir Kinder- und Jugendhaus. Ich sagte es und dachte, was hast du da jetzt gesagt? Und wie da der einstimmige Beschluss fiel und es im ersten Budget drinnen war, ja, das war einer der schönsten Momente. Und der zweite wichtige Moment war dann der Beschluss für die Sanierung der städtischen Seniorenwohnhäuser. Das waren 2 Dinge, wo ich mir denke, ich bin nicht umsonst da herinnen gesessen. Der am wenigsten schöne Moment war das Versenken des Modells der Salzburger direkten Demokratie. Uns mit einer Verbesserung zu beschäftigen, war immer mein Anliegen und genau das war das Thema des Kontrollausschusses. Die negativen Sachen, ja, sind vielleicht jetzt einmal die, dass es das eine oder andere Mal ein bisschen untergriffig war, persönlich geworden ist, aber ich glaube im Prinzip war es einfach eine tolle Erfahrung, man hat viel gelernt. Viele verschiedene Charaktere und Menschen kennengelernt. Das ist eine wunderschöne Aufgabe und ich hoffe, dass der neue Gemeinderat für die Stadt sehr, sehr viel weiterbringt.